Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, beim letzten Mal waren wir hier bei der großen Mauer und haben da den Anführer der Enklave, zumindest für diese Festung, erledigt. Und wie ihr sehen könnt, ich bin nochmal durch das Level durchgegangen und habe mir die letzten 20 Goldstücke nochmal geholt, die ich ja verloren hatte, weil mich der Anführer zweimal umgebracht hat. Und das habe ich mit ein paar verschiedenen Charakteren versucht und bin immer sehr früh gestorben. Hab's dann irgendwann mit der Zauberin hinbekommen. So, wir haben zwei Optionen. Wir können einmal in die Minen von Ungard gehen oder wir gehen nach Lexe. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal dahin, denn das habe ich ja in der großen Mauer freigeschaltet. Und wir haben hier wieder gegen das Licht, so wie wir es gewohnt sind. Das sind wahrscheinlich wieder dreimal Kämpfe in so einer Arena. Also wird das auch nicht allzu lange dauern. Und ja genau, mit dem Setup habe ich das gemacht. Ich habe die schwere Rüstung genommen, die hatte ich dann nämlich freigeschaltet. Und den Zauberstab Seelenqual. Mit dem Flammenstab hat es nicht funktioniert. Der hat da nicht wirklich gut funktioniert, aber Seelenqual war ganz gut. Und ihr könnt auch sehen, Berserker habe ich schon die schwere Rüstung gegeben und so. Dem Leech, also ich habe das mit verschiedenen Funk probiert. Hier genau mit dem Leech habe ich auch den Flammenstab versucht zu verwenden. Aber es hat alles irgendwie nicht so richtig geklappt. Deswegen, ja, egal. Aber ich würde sagen, da ja gegen das Licht jetzt nicht so schwer sein sollte, zumindest gegen das Licht 1 und gegen das Licht 2, 3, schauen wir mal, was für Gegner kommen, nehme ich mal wieder einen Nahkampfcharakter, weil die kommen sonst immer etwas zu kurz. Und dann kann ich ihn ja jetzt auch mal ein bisschen ausrüsten hier. Ja, die Feuerklinge hätte ich gerne. Moment. Da muss ich erstmal ein bisschen was anderes wegmachen. Machen wir erstmal die Bomben komplett weg. Und die Armbrust, das braucht man ja nicht unbedingt. So, dann kann ich mir nämlich erstmal die beste Waffe, den besten Schild und die beste Rüstung mitnehmen. Sogar das Eisschwert kriegen wir, obwohl wir das überhaupt nicht freischalten hier in der Kampagne. Faszinierend. Aber ich muss sagen, die schwere Rüstung sieht schon ordentlich aus bei den Charakteren hier, bei den Charakteren der Finsternis. Gefällt mir besser als die von der Lichtseite. So, brauchen wir eine Armbrust, brauchen wir eigentlich nicht. Aber ein paar Bomben würde ich gerne mitnehmen. Oder lieber schwere Ölbomben. Ich bin mir nicht sicher. Wir können ja einfach mal... Nehmen wir einfach mal zwei Bomben mit und zwei Ölbomben. Schwere Ölbomben, wohlgemerkt. Und dann noch einen Heiltrank mehr. Und dann versuchen wir das einfach mal. Ne, die schwere Rüstung würde ich gerne behalten. Und dann schauen wir mal an, ob das was wird. So, bekämpfe die ständig stärker werdenden Feinde und deine Reichtümer werden sich mehren. Besiege sie alle und eine noch größere Herausforderung wird auf dich warten. Ja, das ist ja nichts Neues für uns. Ich meine, wir haben ja schon zweimal in verschiedenen Leveln gegen die Finsternis gemacht und einmal schon gegen das Licht. Die Rüstung gefällt mir echt gut vom Bombardier. Also der Helm ist schon... So, ich habe irgendwas lachen gehört. Das klingt schon mal nicht so gut. Da hinten, da haben wir doch einen Gnomen. Komm mal her. Ein Zwerg, meine ich. Zwergingenieur. Und das ist das wahrscheinlich, was gelacht hat. Ein Halbling. Halblingsspeer. Ja, guckt euch das mal an. Also auf dem Niveau ist das jetzt wirklich kein Problem, einfach mit dem Schwert hier ein bisschen rumzuhantieren. Aber ich würde auch gerne... Genau, komm mal her. Nimm mal diese Ölbombe. Du sollst da reinlaufen. Wow. So, was ist mit der normalen Bombe? Au, au! Hoho, hat die eine riesige Reichweite. Ist das krank. Ja, und ich habe gemerkt, ich werde von hinten angegriffen. Aber dafür muss ich bezahlen. Ja, es ist keine Herausforderung. Pass mal auf, jetzt sage ich das. Gleich kommt ein Zauberer und tötet mich einfach mit einem Schlag. Das wäre es jetzt. Ne? Man sagt ja immer so schön, Hochmut kommt vor dem Fall. Lass mal auf mit der Tür zu knarzen hier, bitte. Aber ich muss sagen, ich glaube, der Level wird noch kompliziert. Ich erinnere mich noch dunkel hier dran. Und so vom Aufbau her mit den verschiedenen Räumen und so ist das gar nicht mal so witzig. Vor allem muss ich jetzt wieder suchen, wo der nächste Gegner zu finden ist. Ich habe etwas gehört. Ein Türknarzen. Ich glaube, es kommt von hier. Ja. So. Und da sehe ich schon den nächsten. Oh! Oh ja klar, eine Druidin. Oh verdammt, die macht aber echt Schaden. Wow! Ja, und da bin ich tot. Ja, so Druiden sind echt fies. Okay, Moment. Ich möchte einen anderen Charakter ausprobieren.
Nehmen wir mal den Goblin. Habe ich den überhaupt schon mal benutzt, den Goblin? Ich weiß es nicht. Wo haben wir den da? Da. Also, ja, ich habe ihn schon mal privat benutzt, aber in der Aufnahme nicht. Ihr seht, den habe ich auch schon voll ausgerüstet. Axt der Angst, verzauberter Schild, schwere Armbrust hat er sogar. Eine bessere... Ja gut, ich könnte noch theoretisch die magische Armbrust nehmen, aber dafür habe ich nicht genug Geld. Also, wenn ich Heiltränke wegpacke, aber die Heiltränke könnte ich halt doch theoretisch gebrauchen. Aber vielleicht... Wie viele Heiltränke? Einen kann ich dann... Probieren wir es einfach mal aus. Ich meine, wenn ich hier sterbe, ist es nicht ganz so schlimm wie in einem normalen Level, denn dann fange ich einfach nochmal von vorne an. Und die einzelnen Kämpfe hier dauern ja nicht so lange. Wow, der ist aber ein ganzes Stück schneller als der Ork. Macht wahrscheinlich dafür weniger Schaden, aber vor allem treffe ich überhaupt nichts hier. Mit der Axt der Furcht. Ja, komm mal hier rausgehüpft. Dankeschön. So. Die Axt der Furcht, weiß ich, hat ein oh, Vorsicht. Hat eine ganz coole Attacke, wenn er nämlich so auf den Boden schlägt. Genau, und dann diese... Genau, diese blauen... Wie nennt man das? Das blaue Licht nach oben fliegt, dann ist das eine Attacke, die halt Flächenschaden macht. Das heißt, man trifft damit ganz gut die Leute und muss auch nicht unbedingt ganz so nah an sie rangehen. Bloß, ich kann leider nicht beeinflussen, wann er diese spezielle Attacke macht. Und das ist halt ein bisschen doof. Also muss ich da Glück haben. Ich glaube, probieren wir mal die magische Armbrust aus, wenn ich die schon jetzt mit habe. Ah, cool, ich kann Dauerfeuer machen. Das ist schon mal schön zu wissen. Jetzt müsste ich nur noch was treffen. Also ich habe ja gedacht, gegen die Druiden könnte das eventuell ganz praktisch sein. Boah, wie schnell der Goblin ist. Krank. Das gefällt mir gerade richtig gut. So. Oh, oh, da ist er. Moment, wir versuchen mal durch das Gebäude zu... Oh Gott, die Vögel kommen durchs Gebäude. Moment, ich muss erst die Druiden ausschalten. Ja, genau. Ich beschwöre auch noch einen Erdgolem, ist klar. Na gut, ist halt eine Altdruidin. Ah, Dankeschön. So, jetzt kann ich mich dem Rest widmen hier. Der Erdgolem sollte auch gleich wieder verschwinden. Ansonsten töten wir ihn einfach. Warum denn nicht? So, wer schießt denn jetzt noch auf mich? Was bist du denn? Eine Zwergenwache. Gott sei Dank. Ja, das hätten wir schon mal geschafft. 300 Goldstücke als Belohnung erhalten. Gegen das Licht 2. Keine Überraschung hier. Na, ich würde sagen, wir probieren es nochmal mit dem Goblin. Vielleicht klappt ja das zweite auch nochmal. Ich würde sagen, beim dritten nehmen wir dann einen anderen Charakter. Aber das möchte ich jetzt mal versuchen. Na, die Armbrust, die packen wir wieder weg. Oder wir können natürlich auch mal... Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt auch nochmal den Berserker. Den dritten Nahkampfcharakter. Wenn wir schon mal dabei sind, ja. Armbrust brauche ich eigentlich... Armbrust brauche ich nicht, ja. Hammer des Zorns ist okay. Verzauberter Schild, klar. Schwere Rüstung. Ich nehme an, der Berserker ist noch langsamer als der Bombardier. Das werde ich jetzt nochmal beobachten. Aber das sollte eigentlich klappen. Ja, also im Vergleich zum Goblin ist er echt... Oh ja, klar. Wir fangen direkt mal mit einer Druidin an, ne? Schön. Ich komme nicht hin. Boah. Na gut, ein bisschen Schaden genommen. Ist okay. Ist okay. Kann man mitleben. So, ich habe einen Bogen gehört, auf den ein Pfeil gelegt wurde. Ist hier vielleicht jemand drin? Hallo. Das Problem ist, dass wenn ich den Schild nach vorne mache, ich mich so langsam bewege, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Da hat wieder ein Halbling gelacht. Hallo. Oh, war es doch ein Bogen? Nee, da ist der Halbling. Ich wollte schon sagen. Boah, was für eine Reichweite der hat. Das gefällt mir. Also, das war beim Goblin so ein bisschen doof, dass ich nichts getroffen habe. Und dafür ist der Berserker halt etwas langsamer. Also, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich eine höhere Reichweite hat oder das einfach nur so wirkte. Kann natürlich sein, dass ich gerade einfach nur irgendwie nicht richtig aufpasse und Blödsinn erzähle, aber ich habe gerade so den Eindruck. Oh nein. Oh, ich kann die Vögel abwehren. Das wusste ich nicht. So, Moment, ich muss erstmal den Druiden ausschalten.
wie ich einfach durch den Flächenschaden den Typen hinter mir ausgeschaltet habe, bevor ich die Druidin getötet habe. Krass. Wow, ein Schlag. Und tot. So, ich komme dich mal besuchen. Bleib da ruhig drin. Jetzt gibt die wahrscheinlich raus und fällt mir dann in den Rücken. Nein, doch nicht. Na komm, schieß. Ich gebe dir eine Chance. Nee, das hat mich zwar gut zurückgestoßen, aber... Nein, 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 nein. So. Oh, sogar zwei auf einmal, die hier auf mich schießen. Drei! Das finde ich aber nicht nett. Moment, ich muss mal was trinken hier. Das ist doch... Ja, klar, und dann holen sie direkt wieder die Armbrust raus. Natürlich, natürlich. Wie wäre es mal hier, wenn ihr es ein bisschen fairer machen würde zu dem letzten Level? Eins gegen eins, kommt nacheinander und nicht irgendwie alle auf einmal. Das wäre schon irgendwie... Finde ich wäre fair. So, viele können es jetzt nicht mehr sein. Ich trinke nochmal vorsichtshalber einen Heiltank. Ich weiß, es hat sich noch nicht so richtig gelohnt, aber wir haben noch zwei. Und oh, mir fällt gerade der Hintergrund auf, dass wir hier so in der Schneeregion sind. Da habe ich überhaupt noch nicht drauf geachtet. Das ist der gleiche Hintergrund wie vom Haus der Träume. Glaube ich. Ja, müsste sein. Ich meine, gut, das ist hier in so einem Level auch nicht besonders wichtig. Weil es ist ja sowieso immer das Gleiche. Aber hey, wir haben es geschafft. Das ging erstaunlich gut. 500 Goldstücke als Belohnung. Sehr schön. So, dann versuchen wir uns mal an gegen das Licht 3. Ich würde sagen, das versuchen wir nochmal mit Liech und Flammenstab. Ich will mal schauen, ob der Flammenstab hier vernünftig benutzbar ist. Na, wobei, Zauber... Nee, wir nehmen mal den Liech oder... Ja, doch, den Liech. So, dann nehmen wir natürlich den Giftdolch mit. Heiltränke können wir nicht mehr als 5 nehmen, Flammenstab. Wir könnten jetzt noch ewigen Winter nehmen. Oder halt den Stab der Verdammnis, aber ich glaube, das lohnt sich einfach nicht. Dann bleiben wir lieber beim Flammenstab und beim Giftdolch. Der Giftdolch, der gefällt mir vom Aussehen her eigentlich ganz gut. Den kann ich euch ja dann demnächst mal ordentlich zeigen, aber hier weiß ich nicht, ob ich dafür Zeit habe. Schauen wir einfach mal. Aber vom Licht finde ich die Schwerrüstung jetzt auch wieder ziemlich cool, wegen dieser Maske. Das hat schon was. Bloß der Umhang, also das ist irgendwie seltsam, weil das ist ein Kettenumhang. Ja. Okay, das macht nicht besonders viel Schaden an der Druidin. Das finde ich jetzt etwas schade. Dass ich jetzt schon wieder einen Heiltrank benutzen muss. Also ich habe natürlich erwartet, dass ich Schaden durch sie nehme, weil... Na komm, flieg mal hier bitte gegen mein Schild. Oder so. Verschwinde einfach. Aber dass ich irgendwie ein bisschen mehr Schaden mache. Wobei hier eine Zwergenwache... Die Druidin hat anscheinend einfach nur eine gute Magieverteidigung. Ist natürlich schlecht, weil hier kommen vermutlich noch mehr von den Druiden. Ich meine, es ist gegen das Licht 3. Und es ist das schwerste gegen das Licht im Spiel, denn das andere ist halt, da waren halt leichtere Gegner. Deswegen mal gucken. Aua, aua, aua. Ja, aber 3 Treffer für einen Edelmann. Oder ein Flammenschwert. Oh, die haben gute Ausrüstung dieses Mal. Da muss ich echt aufpassen. So, jetzt mal gerne einen Heiltrank zwischendurch. Ach, wisst ihr. Aua, aua. Pass auf, nimm das. Hahaha. Eigentlich eine schöne Attacke, aber es verbraucht einfach viel zu viel Mana. Und wenn ich mich dann nicht kurz in so eine Ecke verkriechen kann, dann ist das echt nicht gut, wenn ich dann keine Mana mehr habe. Aber irgendwie sehe ich gerade keine Gegner mehr. Deswegen kann ich euch mal hier den Giftdolch zeigen. Ja, schön mit Runen drauf. Sieht ein bisschen aus wie irgendwelche asiatischen Schriftzeichen, aber ich kann es nicht erkennen. Und leuchtet natürlich grün, weil Gift leuchtet immer grün. Das ist wahrscheinlich eher so ein radioaktiver Dolch. Egal, wir bleiben lieber beim Flammenstab. Der macht, glaube ich, mehr Schaden. Auch wenn er nicht vergiftet. Ach, da bist du. Bist irgendwie aus dem Nichts erschienen, habe ich das Gefühl. Oh nein, oh nein. Oh, die nimmt auch viel zu wenig Schaden. Ich meine, klar, es ist eine Elfe, aber vielleicht hat die höhere Magieresistenz. Armbrüste sind okay, also so normale, solange das keine Repetier-Armbrust ist, die mir dann total auf die Nerven geht. Vor allem so ein Edelmann, der kann mit seinem Flammenschwert wesentlich mehr Schaden machen als mit so einer Armbrust. Aua, was auch immer das für eine ist. Schwere Armbrust oder so? Hm.
Na komm her. Nein, 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 nicht so nah. Nein! Verdammt! Mist. Oh, ich darf nicht so ins Mikro brüllen. Bei der letzten Aufnahme hat das Mikrofon etwas übersteuert. Ich habe versucht, das einigermaßen zu reparieren, aber ganz gut hat es nicht geklappt. Und es könnte sein, dass das jetzt wieder der Fall war. Wenn ja, dann tut es mir leid, dann werde ich wieder versuchen, es so gut wie möglich zu reparieren. Aber ja, ich habe es schon ein bisschen weiter weggemacht, glaube ich. Aber im Eifer des Gefechts beugt man sich halt ein bisschen weiter nach vorne und dann ist man doch wieder näher dran am Mikrofon, als man denkt. Und ja, First World Problems, würde ich mal sagen. Egal, dann nehmen wir jetzt mal die Zauberin mit Seelenqual, versuchen das mal, vielleicht klappt das ja besser. Auf jeden Fall gefällt mir Seelenqual als Stab auch ein bisschen besser, da muss ich auch nicht zielen, weil Seelenqual halt zielsuchende Geschosse hat. Ja, also die schwere Rüstung von der Zauberin, weiß ich nicht so richtig, was ich davon halte. Ich meine, sie sieht halt aus wie ein Rabe, so ein bisschen, hat Rabenfedern oben, hinten am Kopf, unten an den Beinen auch, und der Helm sieht halt auch aus wie so ein Schnabel. Oder Krähenfedern, kann auch sein. So, Altruidin. Also gegen die Altruidin bin ich schon mal wesentlich besser klar. Okay, never mind. Ich habe genauso viel Leben verloren. Geh weg. Halblingwache. Möge dich etwas Seelenqual befallen hier. Ja, der Stab gefällt mir eindeutig besser. Hätten sie tauschen sollen. Erst Flammenstab und dann Seelenqual. Dass das irgendwie der beste Stab im Spiel sein soll. Ich glaube, andere Stäbe kriegen wir gar nicht mehr. Durch die Wand durch. Habt ihr das gesehen? Die schießen durch die Wand durch. Die schummeln. Die haben hier Hexe an. Was ist denn das? Aber treffen tun sie trotzdem nicht. Da hätten sie mal lieber hier so ein Aimbot nehmen sollen. Okay, ich muss mal eben kurz Magie regenerieren. Ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht. Haha. Okay, never mind. Egal. Den Treffer war es wert. So. Jetzt kommt er bestimmt gleich wieder. Wobei, wir wurden ja gar nicht. Ich wurde ja gar nicht von einer Druidin getötet. Ich wurde ja von so einem Halbling getötet, nicht wahr? Mit der großen magischen Axt, deren Namen ich vergessen habe. Hatte die einen bestimmten Namen oder war es einfach nur magische Axt? Guckt euch das an, wie ich sie einfach dezimiere. Wow! Wow! Ich hatte noch mehr als die Hälfte des Lebens. Krass. Das war ein guter Treffer. Das gebe ich offen zu. Ist natürlich ärgerlich, weil ich es jetzt nochmal machen muss. Und ich denke mal, das wird jetzt auch nicht so interessant für euch sein, hier gegen das Licht. Aber vielleicht sollte ich nochmal den Berserker nehmen. Das lief ja eigentlich ganz gut, bis auf den einen Treffer. Also Assassine möchte ich da jetzt definitiv nicht nehmen. Wir versuchen es doch mal mit dem Berserker. Könnte ich ihm sogar eine Armbrust mittlerweile mitgeben. Ich meine, wir haben jetzt das Geld durch die paar Level, durch die zwei Level gegen die gegen das Licht 1 und 2. Und damit habe ich die beste Ausrüstung für den Berserker. Hm. Probieren wir es einfach mal. Ja, das kennen wir jetzt schon. Ich laufe jetzt vermehrt durch die Gebäude durch, denn da kann ich nicht so sehr von allen Seiten beschossen werden. Hallo, triffst du mal bitte hier? Was soll denn das? Du bist nicht der Goblin, du bist der Berserker hier. Moment, da war doch am Anfang eine Druidin, oder? Vielleicht sollte ich erstmal gegen die Druidin vorgehen. Wo auch immer sie ist. Oder war das gegen das Licht 2? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich meine, das wäre das Erste, oder? Nee, hier tatsächlich. Ja, beschwör deinen Erdgolem. Oder auch nicht. Zu langsam. Diese blöde Axt, ne? Die hat mir die erste Runde gekostet. Wow, wow, wow. Oh. Ja, so ein Flammenschwert macht halt ordentlich Schaden. Das ist doch doof. Ich krieg's einfach nicht hin. Was soll denn das? Also es tut mir jetzt auch leid, dass ich so unfähig bin. Und jetzt muss ich mir wieder einen Charakter aussuchen. Das Problem ist halt, dass ich auch nicht wirklich einen Lieblingscharakter habe. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich mit dem Assassinen nicht rein möchte, weil ich habe keine Lust, gerade so ordentlich zu zielen. Und in der Zeit durchlöchern sie mich mit Pfeilen und mit magischen Vögeln und was weiß ich. Deswegen
Das auf keinen Fall. Ich könnte es nochmal mit dem Goblin ver... Mit dem Bombardier eventuell. Ich meine, jetzt habe ich ja auch genug Geld, dass ich hier mehr Bomben mitnehmen kann. Theoretisch. Ja, die Ölbomben waren jetzt nicht so der Brenner, aber... Die Ölbomben waren nicht so der Brenner. Ja, das war nicht beabsichtigt, diese... Ja, jetzt kann ich auch nicht mehr reden, ist klar. Was ich sagen wollte, ist, das war nicht beabsichtigt, dieser Witz. Aber eigentlich, ach, nee. Ich meine, 8 Bomben, das reicht dann für 8 Gegner. Und ich bin ja sowieso kein Mensch, der so oft Granaten in irgendwelchen Spielen einsetzt. Ich, auch in irgendwelchen Ego-Shootern oder so. Meistens kann ich sie nicht vernünftig verwenden. Das einzige Spiel, in dem ich sie, beziehungsweise die einzige Spielreihe, in der ich die Granaten vernünftig verwenden konnte, war Halo. Und das war da aber auch ganz gut, weil man halt die Granaten nicht extra ausrüsten musste, sondern irgendwie, ich glaube, im rechten oder linken Bumper konnte man Granaten werfen. Ist schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit dem letzten Ego-Shooter, den ich gespielt habe, war Half-Life 2. Und da musste ich dann die Granaten immer extra ausrüsten und konnte halt dann währenddessen keine andere Waffe benutzen. Und da habe ich sie halt nicht so oft benutzt. Da hatte ich dann andere Waffen lieber. Die Pulse-Gun zum Beispiel. Oder die Shotgun, die ist in Half-Life sehr gut. Ja, aber das löst jetzt immer noch nicht mein Charakterwahlproblem. Okay, wir wurden von einem Flammenschwert getötet, deswegen nehme ich jetzt einfach den Bombardier. Punkt. Ich glaube, ich habe nur 4 Heiltränke mitgenommen. Egal. Ja, komm hier. Erstmal wieder schön auf die Druiden gehen. Die aber irgendwie... Spawnen die immer an unterschiedlichen Stellen oder hängt das vom Charakter ab, wo die spawnen? Okay, ich glaube, das Flammenschwert hat auf jeden Fall eine wesentlich größere Reichweite als Axt und Hammer. Sieht zumindest so aus. Ja, ich habe tatsächlich nur 4 Tränke mitgenommen. Ah, das ist jetzt nicht so cool. So, ich sage gerade ein bisschen weniger, denn ich versuche mich jetzt darauf zu konzentrieren, möglichst nicht zu sterben und hier ein bisschen taktischer vorzugehen. Kann ich? Moment, wenn... Ja, theoretisch könnte ich das wahrscheinlich da reinwerfen, aber das hat es jetzt irgendwie nicht gebracht. Nicht mich umbringen, bitte. Nicht schon wieder. Ja, genau. Zieh mal die Armbrust. Das finde ich sehr gut. Dankeschön. Finde ich gut von dir. Zumindest kann ich noch den Schild verwenden, wenn ich Bomben ausgerüstet habe. Aber irgendwie sehe ich keine Gegner mehr. Tragisch, tragisch. Wahrscheinlich hier drin. Nein? Hä? Hä? Wo sind denn jetzt noch Gegner übrig? Nee, vielleicht unten auf der Treppe. Das könnte sein, die kann ich ja von hier aus nicht so richtig einsehen. Nee, das war auch niemand. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss, was ich tun muss. Ach, da hat sich einer versteckt. Ja, die hat es irgendwie überhaupt nicht gebracht, die Bombe. Die fliegen aber auch einfach nicht besonders weit. Und machen dann dafür viel zu wenig Schaden. Das lohnt sich einfach nicht, die zu nehmen. Und dann kann ich nur 8 davon mitnehmen. Lohnt sich wirklich nicht. Oh, geh mit deinem Feuerschwert weg. Ja, genau. Rüste die Armbrust aus, finde ich gut. Wisst ihr was, ich gehe ins Gebäude. Dann könnt ihr mich nicht so sehr abschießen. Also, klar, durch die Fenster, aber... Ich bin dann... Oh, oh. Moment, ich brenne. Renn dich mal aus hier. Danke. So, jetzt bin ich wieder bereit für den Kampf. Komm mal her. Oh nein. Du musst bitte sterben. Lalalalalalala. Oh Gott. Das kann ja... Nein. Moment. Erstmal musst du sterben, bitte. So. Oh nein, ist da eine Druidin?
Nee, das schaffe ich nicht. Ich werde wieder sterben, gell? Ein Zauberer mit mit Flammenstab, ist klar. Das war. Oh Gott. Ja, es dauert irgendwie doch ein bisschen länger, als ich es befürchtet habe. Als ich erhofft habe, wie auch immer. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Dieses Mal. Weil ich davon ausgegangen bin, das würde ich innerhalb von, keine Ahnung, 15 Minuten oder so machen. Aber ich vermute mal, über die 15 Minuten bin ich jetzt raus. Ich versuch's nochmal mit dem. Moment. Ich versuch's nochmal mit dem Leech, aber nehme dann Seelenqual mit. Statt des Flammenstabs. Es kann sein, dass der Leech einfach mehr aushält als die Zauberin. Die Charakterklassen haben halt alle irgendwie kleine Unterschiede. Ich weiß sie bloß leider nicht auswendig. Deswegen. Ja, kann sein, dass die Zauberin irgendwie etwas beweglicher ist. Oder mehr Nahkampfschaden macht oder sowas bei der Zauberin nicht so wichtig ist. So, Moment. Erstmal hier. Kann auch sein, dass die Zauberin mehr Mana hat oder so. Ich hätte vielleicht so einen Stab noch mitnehmen können, mit dem ich Skelette beschwören kann. Moment. Das möchte ich noch kurz ausprobieren. Ich meine, wenn die Druidin Erdgolems beschwören kann, dann darf ich als Leech wohl auch Skelette beschwören, oder nicht? So, denn wir haben ja noch etwas Geld übrig. Ich glaube, es war der Stab der Finsternis. Ruft finstere Schatten herbei. Müsste der richtige sein. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, dann muss ich natürlich erstmal auf den richtigen Stab wechseln und dann. Habe ich noch nicht so raus. Es kann auch sein, dass das der falsche Stab ist. Ich glaube, es ist der falsche Stab. Moment. Nein, nicht gegen das Licht 1. Moment. Nochmal zurück hier. So, gegen das Licht 3 hätte ich gerne. Nach wie vor. Und den Leech hätte ich gerne. Und. Oder war es tatsächlich der Stab der. Ich glaube, es war tatsächlich der erste Stab, der Stab der Verdammnis. Weil ewiger Winter war es auf keinen Fall. Tränen der Fäulnis auch nicht. Ein Stab der Stürmer auch nicht. Es muss der Stab der Verdammnis sein. Ja, die Sichel. Ich erinnere mich dunkel. Probieren wir das mal aus. Wahrscheinlich kriege ich jetzt die ersten Treffer schon rein, während ich versuche, hier irgendwas zu beschwören. Ja, ich kann damit definitiv was beschwören, aber es dauert einfach viel zu lange. Aber hey, immerhin weiß ich jetzt, dass es geht. Wobei, das scheint ja tatsächlich gut hier mitzukämpfen, das Skelett. Das finde ich ganz gut. Vielleicht lohnt sich das doch. Zumindest, wenn ich dann gerade mal einen ruhigen Moment habe. Ja, guckt euch das mal an. Wie das gegen die Altruidin vorgeht hier. So, wenn gerade hier ein ruhiger Moment ist, dann beschwöre ich mal. Wie viele von denen kann ich gleichzeitig aufrufen, ha? Kann ich die jetzt einfach durch die Map schicken? Für mich. Na, wie es aussieht, einen weiteren kann ich nicht beschwören. Ich muss schon eins immer nur haben. Aber das könnte tatsächlich mir helfen. Außer es steht mir im Weg rum. Ach ja. Es könnte alles so einfach sein. Ich bin gar nicht hier. Machen die Jedi das nicht so? Wieso hat das jetzt kein Skelett? Wie das einfach kein Skelett beschworen hat. Ich fasse es nicht. Na gut, mit solchen Gegnern werde ich auch so fertig tatsächlich. Das ist ganz gut. Eigentlich bin ich auch nur gestorben, weil dann die Bogenschützin so einen riesigen Treffer auf mich gelandet hat, oder? Also mit mehreren Pfeilen gleichzeitig und dann auch noch einen Kopfschuss. Ja, den halte ich nicht aus. Ich meine, da kann sie mich sogar mit treffen, wenn ich volle Lebensenergie habe. Und dann sterbe ich trotzdem. So, versuchen wir das nochmal. Ja, jetzt hat es funktioniert. Okay. Komm mal mit hier.
Oder bleib im Haus, meinetwegen. Es müssten da gleich sowieso neue Gegner drin spawnen. Oh nein, da hinten steht noch ein Gegner. Und er schießt aufs Skelett, wie ich das sehe. Oh, da sind sogar noch zwei. Ja, ist klar. Hau mit dem Flammenschwert drauf. So. Solange ich den Edelmann schon mal los bin, ist alles gut. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Mana. Hallo. Oh nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Puh. Nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Alle anderen, na gut, nicht alle anderen Gegner. Also so den Gegner, vor dem Zauberer habe ich auch Respekt, der dann da noch kommt. Aber die Elfenschützin aus der Distanz, das war mir ein bisschen zu haarig. Ich sollte dann auch mal denken, mein Schild zu verwenden. Aber der verbraucht halt leider auch Mana. Und dann kann ich wieder mich nicht verteidigen. Ich sehe dich. Kann ich das Skelett da reinbeschwören? Moment, das möchte ich jetzt versuchen. Tatsächlich. Oh, der hat ein Flammenschwert. Ja, das wird wahrscheinlich so nichts. Oh nein, da ist der Zauberer schon. Hoher Zauberer. Lalalala. Ich habe keinen Mana mehr. Ich habe kein Mana mehr. Toll. Und aus der Tür kam ein Gegner raus. Ich hätte trotzdem in die Tür reingehen sollen. Das ist besser, als wenn ich auf den Zauberer zulaufe. Ah. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Also, mich regt das auf, dass ich das nicht hinkriege. Aber ich versuche es nochmal mit dem Setup, aber den Stab der Verdammnis, den mach mal weg. Lohnt sich sowieso nicht. Das Skelett. Also, es dauert einfach zu lange, das zu beschwören. Deswegen. Den Dolch brauche ich eigentlich auch nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Das lohnt sich bei den Gegnern einfach überhaupt nicht. Moment, erstmal muss ich die Druiden ausschalten hier. Ja, das hat sich voll gelohnt. Komm, nimm mal den Dolch mit. Ich habe nicht mehr Schaden genommen als sonst. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Hm, toll. Es ist aber auch unglaublich, wie schnell die mich töten können, wenn sie mich einmal haben. Ich habe keine Lust mehr, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich hab noch mal Lust auf den Berserker, aber dann gebe ich dem Berserker jetzt nicht den Hammer des Zorns, sondern ich gebe ihm mal das Feuerschwert. Die Feuerklinge. Um ihm mal ein bisschen höhere Reichweite zu geben. Dafür halt nicht mehr so einen Flächenschaden. Vielleicht ist das ja die Kombination, die mir zum Sieg verhilft auf dieser Karte. Zumindest gegen die Druiden bin ich schon mal ohne Schaden rausgegangen. Das ist schon mal schön. Die größten Sorgen mache ich mir halt tatsächlich einfach wegen des Zauberers. Ich hoffe übrigens, man kann meine Maus nicht zu laut hören. Also eigentlich weiß ich schon, dass man meine Mausklicks hören kann in der Aufnahme. Das ist etwas doof. Ich kann die Maus nicht leider großartig weiter weg noch machen vom Mikrofon. Und die ist schon ein ganzes Stück weit weg. Aber mein Mikrofon ist leider etwas sehr empfindlich. Aber ich habe eine neue Tastatur mir mal gegönnt seit... Keine Ahnung. Ist schon etwas länger her. Aber auf jeden Fall im Vergleich zur vorletzten Aufnahme habe ich eine neue Tastatur. Und die sollte ein wenig leiser sein. Das heißt, hoffentlich hört man die nicht mehr so sehr in den Aufnahmen. Ich habe allerdings da nicht so drauf geachtet, als ich bei der letzten Aufnahme reingehört habe. Deswegen, ja. Ich meine, mich stört sowas nicht so besonders. Oh ja, ist klar, ist klar. Geh weg von mir. Das Tanktrinken braucht aber einfach so lange und das heilt so wenig. Das ist echt kritisch. Na, jetzt hänge ich an der blöden Treppe fest. Das kann doch nicht wahr sein hier. Ja, nee, das kann ich vergessen. Guckt euch das mal an. Ich brenne. Ich habe ständig Schaden genommen. Och, das macht keinen Spaß.
Und noch einmal, ich meine, ihr müsst euch das ja auch nicht komplett angucken. Ich nehme an, das ist auch nicht so spannend. Deswegen, ja, überspringt das ruhig. Nehmen wir doch mal die Zauberin. Die Zauberin wird es reißen, garantiert. So, haben wir dieses Gelächter am Anfang. Sehr schön, das hat gut geklappt. Ich glaube, der Lich hat eine höhere Mana-Regeneration. Und ich glaube, der Lich hat auch allgemein mehr Mana. Aber vielleicht hält die Zauberin mehr aus. Das weiß nicht. Wobei ich glaube, ich tatsächlich lieber mehr Mana hätte. In diesem Fall. Ich glaube, ich finde die Federn an den Beinen ganz cool. Wenn man sie jetzt ärgern will, dann kann man natürlich sagen, hey, du siehst aus wie ein Hühnchen. Aber das sollte man nicht machen bei einer Zauberin. Das geht nicht gut aus. Ich brauche einfach mehr Mana. Oder Mana-Tränke oder so. Das, Guckt euch mal diese elendig lange Mana-Regeneration an. Wenn mehrere Gegner auf einmal da sind, dann kann ich das echt vergessen. Oh. Okay, ich habe eine Bogenschützin gehört hinter mir. Und ich habe sie gespürt in meinem Rücken in Form von Pfeilen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht genau, wo sie hin ist. Da ist sie. Kann ich dich damit durch die Wand treffen? Ich glaube, das hat keinen Schaden gemacht, hä? Nein, hat es nicht. Okay. Wie mache ich das jetzt am sinnvollsten? Oh, oh. Geh weg, geh weg. Nicht solange ich kein Mann. Wieso kriegt sie jetzt so viel Schaden? Woher? Ist sie da gegen eine. Oh nein, oh nein, oh nein. Stirb, 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 stirb. Oh, er ist fast tot, er ist fast tot, er ist fast tot. Moment, Moment. Ich brauche nur ein bisschen Mana. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das könnte es sein, das könnte es sein. Ich glaube, die Bogenschützin ist gerade eben gegen eine Fackel gesprungen, hat irgendwie Feuerschaden genommen oder so. Und es hat halt angefangen zu brennen. Was natürlich für die KI ein bisschen doof ist, aber für mich echt praktisch war. Wobei, hier ist gar keine Fackel. Nein, noch ein Zauberer! Moment, lass mich bitte erst Mana generieren, bevor du hier ankommst. Ich meine, wenn du mir so hinterherläufst, ist das... Haha, kann ich da durchschießen? Ich kann da durchschießen, oder? Ja, kann ich. Eher nicht. Jetzt müsste ich ihn nur noch richtig anvisieren können. Okay, einmal habe ich ihn auf jeden Fall getroffen. Wenn ich etwas höher schieße... Ja. Wenn ich schlecht springe dabei... Ja! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber immerhin 800 Goldstücke, das ist schon ordentlich. Ich meine, ist nicht so, als würde ich das noch großartig brauchen. Wir nähern uns jetzt sowieso so langsam dem Ende der Kampagne. Oh, ich weiß gar nicht, der wievielte... Ja, Minen von Ungarn ist schon Level 11. So viele gibt es da, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es in der Lichtkampagne gab. Boah, ich muss dringend eine Pause einlegen. Ich schaue noch mal kurz nach, was da der höchste Level war. Aber ansonsten sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Auch wenn diese Folge jetzt im Vergleich zu den anderen Enclave-Folgen absolut nicht spannend war. Was haben wir denn da? War das Arkmoor? Vatar 14? Ich glaube, die böse Kampagne hat ein Level weniger. Das heißt, es wären 13, noch zwei Folgen. Dann wäre es vorbei, oder? Ne, Moment, das nächste war 11. Das heißt, 11, 12, 13, noch drei Folgen. Oder war es eine mehr? Ich meine, es wären 13 gewesen. Wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen unterhalten, wie ich hier ein bisschen die Geduld verloren habe. Und ja, ich würde sagen, macht's gut. Das nächste Mal sehen wir uns dann in den Minen von Ungard. Und ja, bis dahin, macht's gut.